Er dreht noch nicht durch. Okay. Oder? Jetzt fängt er an durchzudrehen. Toll. War noch Wetten, als wir geguckt haben? Ich hab eben nicht geguckt. Okay, aber das Boot läuft langsam auch voll. Aber wir müssen ja auf jeden Fall weg, ne? Wir müssen Steuerbord. Steuerbord ist Nordwesten. Okay, Steuerbord. Und da kommt noch eine kleine Insel, die liegt so halb dazwischen. Die heißt Sandy Shallows. Okay, dann setze ich mal den Anker. Du lichtest den Anker. Ja. Ah, nach Steuerbord ist auch Sturm nicht mehr so stark. Aber der Wind treibt. Also wenn der Wind hier richtig agiert, dann treibt der. Kannst du das Vordersegel mal einstellen und dann setzen? Jo. Ah, Gegenwind, oder? Nee, der ist ein Brückenwind. Alles gut. Okay, ich muss am Ruder bleiben, du musst an. Oh mein Gott! Oh Vorsicht, mein Gott. Rechts! Ich schon ein, es ist voll schwer! Nein! Okay, und dann geht er auch mal, wie sieht doch mal wieder unter Deck? Ich hab den Anker. Warum? Ich hab den Anker, weil ich dachte, der hilft uns noch. Okay. Boah, es ist so dunkel hier unten. Bist du noch Holz oder? Ich schätze. Ja. Irgendwie fest. Setz mal den Anker raus. Sag, wenn du hinten beim Wasser brauchst. Ne? Glaub nicht. Ich glaube, ich habe alles. Okay, ich muss am Ruder bleiben, weil sonst. Ach, Scheiße, ich muss das Segel wieder einholen. Ich bringe das hier alles nicht. Anker? Ja, mach mal den Anker. Einer muss echt das Ruder halten bei so einem Sturm. Das habe ich jetzt gelernt. Ah, schlägst du dann Backbord ein? Ja, ich schlag Backbord ein, lasse ich mich um Backbord 160 Grad drehen. 300 Grad. Und dann setzen wir die Segel, ich glaube, der Wind müsste dann wieder aus dem Rücken kommen. Das heißt, du kannst die Segel schon mal nach vorne einstellen. Also mein Segel muss auch nach vorne eingestellt werden. Und dann kannst du die gleich setzen. Boah, das ist echt hart im Sturm hier, ey. Boah, Segel? Nee, mein Segel bitte nach vorne einstellen und dann setzen. Setzen. Und das vordere Segel aufsetzen. Nach vorne oder soll was den Wind? Den Wind. Ja, aber der Wind kommt gleich nach vorne. Ich drehe jetzt hier nach. So passt schon. Ja, Mann. Wohin müssen wir eigentlich? Nach Nordwest. Ja, aber ein bisschen weiter nach rechts. Nach rechts? Okay. Ja, Nordwest. Okay. Nee, wir müssen der noch. Kompass dreht leider immer noch. Noch weiter. Wir müssen weiter back. Steuerbord. Okay. Ich sag dir, wenn wir richtig stehen, okay? Ja, gut. Kannst du gegenlenken, gerade. Jetzt stehen wir richtig. Okay, irgendwie Kampfmusik. Megalodon oder Krake, ja, ne? Megalodon hinter uns. Megalodon Anker? Noch nicht. Wenn ihr uns folgt. Ich hol mal Kanonenkugel, natürlich folgt ja. Er uns. Aber oben sind Kanonenkugel, ne? In der Mitte steht eine Kanonenkugel. Ja, ich weiß, ich hab noch. Nur ja, ab. Okay, warte mal eben. Der
hinterhält. Okay, Anker, Anker, Anker. Ich mach. Ne, Anker und Kanonen. Backbord Kanonen. Backbord Kanonen. Oh, ich hab gar keine Kanonen. Ich geladen. Wir kommen jetzt auch nach Backbord. Hat er uns erwischt? Sieht nicht so aus. Ich glaube, du solltest lieber oben bleiben. Ja, ich sehe ihn aber nicht mehr. Da, da ist er. Runter. Haben wir ihn? Nee, ich glaube nicht. Ist auf Backbord. Ja, ich hab gerade Löcher flicken. Ja, ist gut, ist gut. Ich sag nur, ich glaube, ich treffe ihn sogar. Bist du noch unten? Ja. Nein, das. Was? Aber alles gut. Ja, danke. So. Warum eigentlich Kanonenkugeln? Ich habe auch keine mehr. Ich hol welche. Hier in der Lagerkiste sind welche, ne? Ja, ich weiß. Ne? Voll viele. Wow, Pistolenmunition, ey. Oh, der sieht schon gut aus, ey. Er kommt von hinten, er kommt von achter. Er kommt von achter nach achter. Wow. Drei Löcher achter. Ich stopp schon. Bist du oben? Hallo? Ja, ich bin oben, aber ich hab Wasser geschöpft. Oh, da hat ein Random, glaube ich, unsere Crew beigetreten. Hier runter? Ja. Steuerbord ist er. Und er ist unter uns durchgetaucht. Nee, an der Front. Hat der an? Ich geh nach unten? Ja, frontal. Ja, ich stoppe. Oder? Sehen nicht. Hack. Kommt auf die Steuerbordseite.
Ich hab ihn mit meiner Pistole erwischt. Aber die holen wir das Vordersegel ein, bitte, wir drehen uns. Und dann machen wir den Anker. Ich hab die mit der Pistole gekillt, wie cool. Okay, siehst du den Schatz irgendwo? Da rechts sehe ich irgendwas. Soll ich irgendwas aufgehen? Ah, die Pillen sind so hoch. Da ist es. Rechts. Steuerbord, Steuerbord. Vielleicht ein bisschen eindrehen. Ja. Oh, da bin ich mal kein Beiboot mehr. Das stimmt. Ich wollte schon ganz mit Sinn fragen, wo ist unser Beiboot? Haben wir alles? Nee, so mehr. Dass du jetzt wieder eine Kanone bist. Ja, du bist weggegangen. Ja, weil ich das war, weil ich die Kiste weggenommen habe. Ja, okay. Kommst du denn hier auf Hunde raus? Ich bin da. Okay. Ich dachte halt, du nimmst das Zeug, was ich ranhole. Okay. War auch ein bisschen gut und dann war auf einmal alles wieder anders. Ja, weil du die Kiste nicht genommen hast. Egal. Okay, jetzt ist nur noch Fleisch da. Okay. Ja dann? Wo muss man Westen, ne? Nee. Hast du die, hast du unseren Boot markiert, oder? Nee. Sailor's da? Bounty. Ja, ich hab das Steak da drauf, das braucht ein bisschen. Da ist so ein so ein roter Punkt. Direkt vor uns im Wasser, wenn wir gerade zu fahren. Ja, das ist so eine Kiste, ne? Wieder. Ich weiß nicht, die wollen wir nicht haben. Wir müssen so Sailor's Bounty. Nordwest. Ja. Neben dem roten Punkt. Kannst dich gerne ums Vordersegel setzen. Wahrscheinlich hier die Insel Backbord, ne? Oder wäre das Rohr? Der kotzt gleich wahrscheinlich davon. Ah, er kotzt. Da rechts noch ein Frag, da können wir danach gucken. Ja. Okay, also links müsste die. Müsste die Insel sein, okay. Wir suchen Captain Loot Please Roberts. Kannst du das Vordersegel mal werfen? Dann zu mir kommen, mein Video, Leute. Was ist denn da? Ne, den Anker. Zieh mal bitte den Anker. Zieh mal bitte den Anker. Oh, das wird knapp. Scheiße. Hm.
Geil. Ah, gefällt mir. Anker? Weiß ich nicht. Willst du den Anker? Ja, kannst du schon mal setzen. Ich zieh das Segel schon mal hoch, dann dürfte es unten. Lichten. Lichten. Wenn du ihn setzt, dann setzt du ihn sozusagen auf den Meeresgrund. Ja, gib's doch einfach auf. Ich werd's nie lernen. Niemals. Ich guck hier hinten mir schon mal die Inseln an. Hier sind wieder Hühnchen. Verkauft man die mit dem. Verkauft man die Hühner mit ich dem. Ich glaube ja. Schade, ey. Oh, unser Schiff dreht sich. Oh, dann korrigier's mal bitte. Dachte ich jetzt auf gerade eingestellt. Okay, ganz links scheinen die Piraten nicht sein, die Skelette. Also ganz rechts von der Insel, ne? Ganz. Sag mal schnell, ganz nördlich. Kannst du das Boot vielleicht nochmal knapp um 180 Grad drehen? Warum? Ich weiß nicht, gefällt mir viel besser. Dann nicht. Okay, weil der Wind halt, weil wir jetzt gegen den Wind fahren würden, dann würden wir direkt mit dem Wind starten. Glaub ich. Dem Typen. Was? Ich hab dem Typen die Quest gezeigt und dann hat er Ei gesagt. Okay, gut. Wir sind Viecher ausgespawnt. Hinter mir? Ne, bei uns am Strand hier. Kommt da klar? Ja. Du wirst. Ich umgehe einmal die Insel in der Hoffnung, ein Beiboot. Ja, wieder auf der ewigen Suche nach Beibooten. Ich finde ganz viele Kisten immer. Hier liegt viel Loot rum. Ja, ne? Ein Beiboot wäre da nicht schlecht. So, jetzt bin ich auf den Inselausläufen ganz südlich einmal gerade. Da kann ich ja auch sagen, wer da ist. Wie wieder die Laternen ausgemacht? Warum sind die dauernd aus? Kann sein, dass wir die ausgemacht haben. Ich habe die eben wieder angemacht. Unter Deck, weil man sieht sonst nichts. Echt viele Schweine hier. Kampfmusik. Ja, bei mir sind ein paar Skelette, so Tintenskelette. Ich habe ja auch eine Munitionskiste, die nutze ich jetzt einfach für mich. Kaufen wir einfach nicht.
sind noch mehr. Da hinten. Der hat ein Fass. Jawoll. Oh, das hat das Boot erwischt. Ich glaube, das war's schon, ne? Und wer steuert von euch das Boot, du oder er? Ich steuere das. Okay. Ich wollte auf den Strand, ich fahre mal. Haben wir da irgendwas? Du kannst auch zum Lenken immer die gegenteilige Q oder E-Taste halt nehmen, ne? Aber ja, ich weiß. Ich habe hier noch eine exotische Seite gefunden. Ja, ich fahre dahin. Was habe ich denn hier genommen? Eine Kanonenkugelkiste. Sag ich mal. Oh, nur aufgelaufen. Phantome, wir haben Phantome hinter uns. Ich weiß nicht, ob die mitkommen hier. Nimm mal ein bisschen Hühnerfleisch mit. Ich hoffe, das wird uns nicht zu Verhängnis. Hast du das Boot an Land angelandet? Ja. Ja, also er hat das gemacht, oder sie, keine Ahnung. Okay. Ich weiß schon, wo es jetzt hingeht. Ja. Das heißt da. Verkaufen? Nee, wir fahren noch mal bei diesem Wrack dahin. Ah, dabei. Bei dem Wrack, ja. Okay.
rate mal, wie der Wind steht. Segel auf Steuerbord, bitte. Ah, aber das ist gleich hier, ne? Ja, kannst du das Segel schon wieder hin setzen. Hochziehen. Hochziehen. Segel einholen, so. Haben wir einen Anker? Nee, brauchen wir nicht. Sicher? Weil du kannst uns gerne mit der Bude ein bisschen mehr heranziehen, aber ich kann nicht so nah sein. So, noch ein bisschen mehr. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ist Davy Jones jetzt eigentlich der fliegende Holländer? Man weiß es nicht. Ist mir der Galodon Steak? Ja, ist schon weg. Oh Mist, ich hab. Ich hab was vergessen. Ich hab ja noch ganz viel Fleisch, so rohes Fleisch. Keine Lebensmittel. Wie gesagt, ich habe ja noch das rohe Fleisch. Das ist schade, wa? Schade, jetzt kannst du aber mal laut sagen. Und da sind aber viele nette Kisten auf unseren. Ich lege mal Fleisch. Nein! Boah, da ist einer irgendwie mit so einem Helm. Angekotzt? Was ist das? Ja, ich hab dich angekotzt. Ich hab versehen, den Stück von dem Schweinefleisch abgeballert. Das gibt's doch nicht! Dazu muss geht ja echt nicht gut für. Ich. Mit der Pistole treffe ich die irgendwie gar nicht. Geht die Muskete da gerade richtig für, ey? Also die mit dem Zielfernrohr, ja. Oh, ich habe ja gar kein Säbel dabei. Zaubert ihr irgendwas? Oh. Hey, warte mal eben. Hey, ihr schippert. Miauskal hat uns weggeschippert. Kurs, ja, Mann. Warum macht er das? Weiß ich nicht. Aber er dachte, wir schaffen es nicht. War da jetzt noch was? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, da lag noch eine Kiste, auf jeden Fall war da eine Kiste. Segel auf Backbord. Kann man Munition holen. Dann kannst du das Vordersegel auch gleich einholen. Kannst mein Segel bitte einholen?
glaube, wir werden sie noch sagen. Ich glaube, wir brauchen nur noch ein bisschen Segel. Das, ah, ich glaube, es ist so eine Vorratskiste, ich weiß es nicht. Ich dachte, es wäre eine andere Kiste. Ich weiß nicht, ob drin noch was ist. Ja, ich meine, er war ganz, die ganze Zeit am meisten drin, aber... Guck mal nach dem Schweinefleisch unter Deck, bitte. Habe ich schon. Okay. Habe ich schon reingeholt. Da ist noch mehr Hühnchenfleisch und so. Ich glaube, Hühnchenfleisch war ziemlich geil. Ja, alles, was gebraten ist, ist gut. Ja. Wenn es nicht verbrannt ist. Hier ist noch ein Sirenen-Ding. Und eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste mit irgendwelchen. Oder was ist das hier? Was ist das hier? Mit feinstem Zucker, Alter. Es sind noch drei Sachen. Vier Sachen sind hier noch. Ist. Nicht so gerne, kann das sein? Nee. Ich hasse das. So, hier kommt eine Kiste hoch. Ja, wir kämpfen hier gerade gegen die. Ja, also unten in der, in dem Fass, beim Essen, in dem Grill ist ein bisschen gebratenes Zeug drin, wenn du das haben willst. Ja, sehr gut, gebratenes Zeug ist super. So, ich bring jetzt ein Sirenen-Ding hoch und dann ist da noch ein Totenschädel. Und ist also noch eine Menge Sachen drin, kein Grund, die Segel zu streichen. Quasi. Anker zu lichten. Ah. Oh, Haifische. Oh, auch noch. Oh, die Holzkiste ist leer. Da hat wahrscheinlich alles rausgeholt. Ich komme an Bord. War wirklich sehr erfolgreich.
So, Sanctuary Outpost ist ja südöstlich. Tu mal das ungebratene Fleisch unten in die Kiste, oder? Ja. Ich weiß nicht warum, aber... Ja, ist halt... Finde ich irgendwie genial. Sortiert. Okay, Sanctuary Outpost. Na, gehst du auf Südost? Gesucht? Südost. Wir haben keinen Anker, oder? Achso, ich soll lenken, okay. Ich hab was an. Oh, wir haben einen Anker, warum haben wir einen Anker? Kurs mit Ost, okay. Ja. Das ist direkt hinter uns, aber das ist gut. Die Segel da auch. Ist eine kleine Insel. Oh, wir müssen aufpassen, rechts ist ein Fels, ne? Ja, deswegen noch nicht die Segel setzen. Nur auf vorne stellen. Bringt auch die Sachen nach unten. Besser wäre, die will in Spywood kommen. Naja. Kannst du das Segel bitte mal auf 12 Uhr stellen da bei dir? Na, Südost war der Kurs? Ich meine ja. Genau, Sandy Shallows, müssen wir aufpassen, das ist eine kleine Insel. Mhm. So wie es jetzt aussieht, passieren wir die. Genau so musst du. So, du kannst nach oben, weit. Du kannst nach oben kommen und du kannst das Segel, das Vordersegel setzen. Südost ist der Kurs, ne? Oh shit. Ja. Das ist verbrannt. Segel in den Wind. Ah. We sail the boat? We sail. AI. Achso, ich wollte sell the loot schreiben. Ah, hab ich. Okay. Loot habe ich, oder? Oder the boat, ich bin mir nicht mehr sicher, was du geschrieben hast, aber vielleicht. Also, ich sehe es nicht. Oh, hier sind links. Backboard, Backboard, Harpune. Egal. Ja, da ist ein. Ne, das war zu schnell. Nee, das, da sind auch Fässer bei. Gut, dass wir nicht angelangt sind. Kannst du mal gucken, wo wir das Zeug verkaufen? Steuerbordseite der Insel oder Backboardseite? Wo, nein, wo sind die? Von hier oben mit dem Fernrohr, meine ich. Ja, du musst vorbeifahren jetzt. Also so, Kurs halten. Ah ne, scheiße. Oder du schlägst jetzt ein und wir fahren... Entweder fahren wir links oder rechts rum. Wir müssen auf die andere Seite der Insel wieder. Achso, ja, dann fahren wir rechts in die Insel. Ja, das könnte jetzt ein bisschen knapp werden. Mit dem Speed, den wir drauf haben. Wir können ja das Vordersegel schon mal einholen. Achso, ne. Rechts rum geht. Das Vordersegel kannst du schon mal einholen? Ne, wir müssen noch rum, ne? Ich? Warum setzt du den Anker? Halt den Anker auf. Ja, also cool, dass der dabei ist, der Typ. Miauskal. Aber man merkt schon, dass wir schon wissen, was wir tun, so, ne? Also. Kannst du danach mein Segel einholen? Ja. Ein bisschen brauchen wir noch, oder? Ja. Aber jetzt muss da gut ausrollen.
Scheiße, ist da schon wieder viel Zeug. Wir brauchen keinen Anker. Er ist ein Ankertyp. Er ist halt ein Ankertyp. So, dass ich, der eine, mit dem ich mal gespielt habe, der war so voll der Pro-Gamer, glaube ich. Ja. Der ist auch einfach, der hat das recht gut abgeschätzt, aber der hat das, glaube ich, auch so ein bisschen in Kauf genommen, dass das Schiff einfach aufsetzt, ja, am Steg oder so. Und er hat zum Beispiel die Schätze vorne in den, direkt auf den, wie heißt das eigentlich, diesen Pfahl, der da rauskommt, draufgelegt. Und dann ist er so direkt auf den Steg aufgelaufen, fast. Und... Oh, nice. Dann konnte man das halt einfach, also du konntest einfach so rüberlaufen. Hey, wir haben hier eine Mission, ne? Der versuchen, die versunkene Pearl, Kapitel 2. Hey, wieso denn Kapitel 2? War noch was hier? Nee, ne? Vielleicht ist die von ihm. Okay. Wieder ein Sturm. Scheint ein Sturmgebiet hier zu sein. Klimawandel. Hey, wollen wir das Ruderboot einfach von der... Weiß, glaube ich, nicht, wo er die Kiste hinbringt. Doch egal. Ich find's gut, dass er dabei ist. Mineralien weiß ich jetzt auch nicht. Kann man die hier? Doch, oder? Dann... Hätte ich auch gedacht. Jo. Dann alles? Wir haben alles. Noch ein paar Kanonenkugeln oder so? Ich hab, da waren noch welche im Boot, die habe ich. Achso. Die habe ich jetzt nicht geguckt. Dann haben wir was hier. Schon wieder zurück? Nee. Hä? Du bist doch schon wieder an Bord? Ja, aber nicht. Ich bin nicht mit dem Boot gefahren. Ich hatte ja, Kanonenkugel. Okay. So, jetzt? Was kommt jetzt? Oh, hier sind noch eine Menge Missionen. Was ist das denn hier? Was ja, wir haben immer wieder noch. Hiermit wird erteilt zwei Kisten haben. Windgroves, aber ich weiß, also da hätten wir noch so eine Skelettmission, aber. Im Auftrag vom Handelsbund wird hiermit der Auftrag zur Aufnahme von 3 Kisten erteilt im Namen von Serik. Seeposten von North, da können wir natürlich auch mal machen. Aber es ist halt der Handelsposten, ne? Sind wir irgendwo? Nee, ne?
Also wäre halt die Frage, ob wir bei den, bei diesen Schädeltypen. Ey, ich finde das nicht. Twin. Was suchst du? Was suchst du denn? Twin Groves. Twin Groves. Wieder so ein Piratenkämpfer. Twin Grove Mehmet Hadaway, das kann man weg. Twin Groves. Da, Twin Groves. Markiert südlich, südöstlich von uns. Hast du mal gelacht? Ich zeige ihm wieder die Mission, die ich machen will. Und er holt das Fernglas raus. Hast du markiert? Ja. Ah ja. Südost. Und dazwischen kommt Cannon Grove. Ja. Können den Anker lichten? Jo. Kann hier auch irgendwie so cool halt. Wir könnten ihm sagen, dass wir den Anker lichten. Also das kann man irgendwie auch schnell mit den mit den Dingern machen, aber das war ein Sound. Oh shit. Segel? Ja, gehen wir nach unten, ob wir da. Ja, ich gehe gleich. Ja, repariert schon. Guter Mann, guter Mann. Ich hab ja gesagt, diese Miaufgall sind auf unser. Wie kriegen wir denn diese, diese Münzen, um uns Haustiere zu kaufen? Ja, das stand wie gesagt, nur dass man die von so Skeletten kriegt. Die, ich glaube, sind so die goldenen. Von diesen goldenen Skeletten, aber die tauchen halt und ich glaube, die müssen halt so einen Sack haben dabei. Verstehst du, da vorne kommen eine Menge Inseln? Ich sehe nichts. Hier einen Ausguck. Sind so eher Steuerbord. Aber ich geh gucken. Ich glaube, die erscheinen nur, wenn man irgendwie eine gewisse Zeit auf einer Insel ist oder so. Zufällig auch vor allen Dingen. Okay, wir fahren dran vorbei. Alles gut. Direkt voraus kommt so ein Außenposten noch. Also wir fahren jetzt zwischen so einem Außenposten und so einem Felsen durch. Beiboot auf der Insel? Mit Apollo? Nee. Oder? Doch. Das nehmen wir mit. Komm, ja, da ist ein Skelett mit einer Kan mit einem Ding. Kanone. Fließpulver was. Gerne auch den Anker lichten und die mit in der Kanone unter Verschluss nehmen. Ne? Jawohl. Ja. Schieß nochmal mit der Kanone, bitte. Warte mal, ich habe keine Kugel mehr. Bitte nicht mehr in meiner Ecke schießen. Oh, da hinten ist so ein Piratenkapitän an der anderen kleinen Insel. Da sind mehrere. Ja, achso, die Kanone ist weit weg, ne? Ja, ich bin nicht im richtigen Winkel. Ich hol mal die Segel ein, aber das. Das dauert, glaube ich, jetzt zu lang.
Mir fällt mit dem Boot aber rum. Wir haben noch ein paar Kisten da gefunden und so eine Schießpulverkiste auch noch mal. Ich habe mir gerade gedacht, ich bin schneller, wenn ich... Ach Mist. Hält sich das Boot denn noch? Hier sind noch ganz viele. So. Was? Ach, der Typ ist nicht mit dem Boot weitergefahren. Ich wollte das Boot wegrudern, dann wurde ich aber rausgehauen. Dann hat er sich wieder ins Boot gesetzt und dann, jetzt sind wir tot. Warum? Weil die Kiste, weil das Explosiv, was auf dem Ruderboot explodiert ist. Oh. Ich weiß nicht, ob das Ruderboot noch da ist. Hm. Schade, ist das Ruderboot noch da? Aber ist alles weg. Hier hinten treibt so ein Kopf im Wasser. Nee, so ein... Alles explodiert, glaube ich. Hm. Na, wenigstens den Kopf haben wir. Dann nehmen wir das alte Ruderboot. Ja, ich glaube, die gehen auch kaputt. Mit dem Ruderboot mitfahren oder hier kämpfen? Ich kämpfe noch, oder? Okay. Ich verdiene hier noch. Ich bin der größte Held der Welt. Nehm das Schlangenfleisch raus. Geh zur Pfanne. Und haus mir da rein. Köstlich. Köstlich. Oh, ich habe hier noch was zu trinken stehen. Gut. Bleibt noch eine Kiste rum. Oh, Scheiße, ist sie gerade verschwunden? Nee. Hast du eine Kiste? Das ist, glaube ich, nur eine Vorratskiste. Ich glaube, er will mir eine Quest zeigen. Miauz, Mauz. Mir nach. Achso, er will uns einen Auftrag vorschlagen. Ja, willst du ihn annehmen? Ich weiß es nicht. Was. Warum ist denn das immer Kapitel 2? Wahrscheinlich ist es von ihm, oder? Ja. Dann ist er da schon weiter. Ah, ich weiß nicht, ob... Nee, dann lassen wir das mit unserer Stammcrew machen, dann. Ja, ich glaube nicht, dass man dann weiterkommt. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass man da weiterkommt, aber, Ist schon wieder an Bord? Ja, der Punkt ist, dass wir uns nicht so gut mit ihm koordinieren können, einfach. Für irgendeine Quest, würde ich mal... Wir waren doch eh gerade irgendwann auf dem Weg, nicht? Ja, wir wollten Richtung Süden... Hier, bei der hier. Kannst du das eigentlich sehen? Siehst du das da drauf? Ja.
Hier, Captain Mr. Kerr Johnson. Zuletzt gesehen auf. Ein bisschen weg. Ja, nach ja. Süden wollen wir, ne? Ja, genau nach Süden. Genau südlich müssen wir uns halten. Okay. Dann mal den Anker. Ach, wir haben den Anker schon. Ja, ist es. Ist, wir müssen nur die Segel setzen. Ich weiß nicht, sind wir richtig ausgerichtet? Ja, fast. Oh, da schwimmt da irgendwas. Ah ne, ist nur so Seetang. Mal die Segel checken, aufgucken, ob die Richtung gut sind. Wir fahren diese Felsen im Steuerbord nicht. Muss weiter Süden. Ja, ja, ich will nur diese Felsen hier fahren, aber sind wir dran vorbei? Ich seh die Felsen noch nicht mehr. Da waren Felsen, da waren glaube ich keine. Hier keine Felsen. Doch. Geh auch mal. Auf Backbotten. Das ist ganz schön krasse Felsen. Ich dachte, dass du die nicht gesehen hast, aber wahrscheinlich gegen den Tegel. Aber die großen oder was? Ja, hier auf Backbotten, die großen Felsen. Ja, oh. Aber da sind wir ja dran vorbei. Okay, er lenkt uns komplett weg. Welche Quest ist denn das? Hier, ne? Oh Scheiße, da ist ein Sturm. Wie gebe ich ihm denn hier Süd an? Weiß ich nicht. Du kannst, auf T kannst du schreiben. Segel, greifen wir an. Da. Nach Norden. Nach Süden. Scheiße, jetzt fahren wir genau in den Sturm rein. Wie weit ist denn der? Er will, dass wir die Segel hochziehen. Aber der dreht ab. Angle Sails. Der dreht ab, das ist schlecht. Wir fahren nicht mehr auf die Insel. Ja, aber wir fahren direkt in den Sturm rein. So, jetzt ist der Sturm direkt über der Insel. Durch den Sturm. Weg. Schippst du raus? Ja. Die Insel liegt halt links von uns, ne? Schraub ihn mal weg, wie das. Wow! Oh, naja. To the left, we need to go to the left, the island on the left side. So, Segel einholen. Also, ja doch, Segel einholen, der fällt ja doch korrekt. Ich höre draußen ein Geräusch, ich bin mir nicht sicher, ob die Nachbarskinder oder eine Katze ist. Ey.
Warum sagt er back to the ship? Ich weiß nicht. Aber wir sitzen hier bei dem Bruderboot. Vielleicht mal in der Liste. Kann ich mir Nein sagen? Nein. Schau mal, ich schipper mal ein bisschen näher ran. Hier ist noch ein Boot. Oh, da ist ein Skelett, ja, ja, kommt auf euch zu, glaube ich, mit dem Fass. Nur, dass es ein bisschen weiter weg ist. Von dem Boot reicht. Oh Gott, er ballert das Boot mit dir rum. Hab ich mich jetzt erschreckt? Ich bin mal kurz, das Schiedsrohr war ein bisschen weiter weg. Einfach nur so. Okay, das Boot hier hat eine Laterne, aber kein Netz. Aber warum fährt das noch so stark? Ein bisschen Anker setzen, glaube ich. Jo, du kommst noch klar mit dem Boot. Das ist eine komische Musik. Ich denke, die ist die Lücke, wenn du das hast. Die ist nur die, wenn ich das. Dieser scheiß Captain, ey. Warum hat der einen Eimer in der Hand da hinten? Vielleicht hinter. Was ist hier liegen? Ja, ich hab's gesehen. Hm. Da hinten kommen sie wieder raus. Da wo wir eben waren. Digga hat's da erwischt. Und den retten? Nee, ich bin nicht mehr dran gekommen. Nehmen wir das Boot oder ein ja, anderes? Ja, das ist auf jeden Fall high leer. Das andere sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Ich glaube hier weiter. Von unserem Schiff nördlich oder was das ist? Südlich? Da auf Verlängerung auf unser Schiff südöstlich. Ich glaube, das ist ein Außenposten, ne?
Könnte sein. Sollen wir wieder zum Schiff zurück? Ja, ja. Ich glaube, hier gibt's nichts. Lass mal einmal anschauen. Achso. Ja. Ja, aber den Sirenen ist mal schon der Hauptverlust. Ach ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, das ist so ein kleiner Außenposten. Golden Sands Outpost. Es sind auch nur so zwei Sachen drauf. Der ist nordwestlich, ziemlich westlich. Oder Sanctuary Outpost, der ist auch nordwestlich. Komm mal an Bord, bitte. Ich bin an Bord. Ja, sag mal bitte an Bord kommen, alle. Wir können auch starten, oder? Ja. Ich bin gerade von einem Hai verfolgt. Muss man den Anker sichten? Ich hab die rumflasht. Ja, weiß jemand, was gut ist. Überall Schiffe, hm? Hä? Überall Schiffe, da vorne ist ein Piratengalione. Noch irgendwo ein Schiff? Links ist auch noch ein Spielerschiff. Wir nehmen uns die Galeone? Bist du sicher? Ziemlich groß aus. Nee, ist doch nur ein Einmaster. Das versenken wir noch eben. Alle Luppe. Strategie. Hier, guck mal, kommt direkt auf uns zu. Also, da kommt der Außenposten auch, ne? Ja. Bisschen mehr. Ah, da ist der Außenposten. Umfahr den Außenposten, dann sind wir im Wind. Okay. Segel alle gut? Um in den Wind zu gehen, nee, das Vordersegel noch bitte einstellen. Was ist denn das Schiff? Oh, Vorsicht, du gehst zu sehr auf den links. Hart. Und jetzt hart rechts wieder, da ist das Schiff. Oder sehe ich das nicht im Wind? Oder sehr glücklich im Wind. Der hat das gerade gedreht, oder? Ja, aber es ist jetzt nicht mehr im Wind. Also Spielerschiff. Oh, da waren Wrackteile links, okay. Aber. Egal. So, vielleicht ein bisschen links halten. Das Schiff ist vor uns, aber da steuert auf so eine Insel zu. Da war ein Spielergaleon, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Oder du hältst dich mehr rechts, damit wir nicht zwischen die beiden kommen. Ja.
von mir rechts. Der Leon scheint eh wegzuschippen. Halte die Lampen wieder an. Wollen wir wieder genau in den Wind. Links, das Schiff fährt ja, nach links weg. Kann da irgendwie leider auch gar wenig machen. Ja, da ist noch eins da hinten. Galeone, glaube ich. Ist der Spieler? Das ist der Spieler. Mal bitte auf die Segel. Ja, sind doch voll im Wind, oder? Ja. Dann sollen wir ein bisschen rechts. Okay. Muss ein bisschen weiter links. Hart links. Oder? Ja, ich weiß nicht, willst du rechts dran vorbeifahren? Ja, ich will auf die Backbordkanone richten. Sind die Kanonen geladen? Ja. Er guckt sich übrigens eine Mission gerade an. Schön! Die Segel bitte in den Wind. Nein, wieso schießt du denn auf die Galeone? Keine Kanonenkugeln mehr. Haben wir noch das Fass unten? Nee, ich weiß nicht. Vielleicht ist es oben. Ja. Gut gemacht, Kollege. Wasser gefallen. Oh. Ja. Ich hab das Fass rausgeschmissen. Das ist die Mail vor. Ja, das war blöd, dass da auf die Galeone geschossen wurde. Das hätte man nicht machen müssen. Ja, ist halt das Problem, wenn man sich nicht mit denen absprechen kann. Aber die verfolgt uns nicht mehr. Ja. Ach so, oh, der Wind kommt hin. Geschossen. Mach mal auf die Segel bitte einmal. Nee, ich kann gerade nicht. Boah, gibt's das? Und wir werden beinahe fast reingefahren. Ich habe alle Kettenschüsse vorbeigeballert. Das
aber einer sah aus, als hätte den getroffen, ey. Nee, ich glaube, ich habe keinen. Ja, aber einer sah aus. Ey, der hat schon so viele wieder abgekriegt, der muss sie alle immer reparieren, oder? Ja, ja, kann er sein. Aber irgendwann haben wir ihn. Ah, wieder keine Kugeln mehr. So, jetzt müssten wir ihn aufbauen. Wir müssen dann mehr bekommen, was? Ja, wir haben's. Anker? Na, erstmal Segel. Machen wir lieber Segel hoch. Mal ohne Anker versuchen. Aber wir sind ja voll. Das ist noch eine andere Galeone, Mann, die ist. Das Segel ist nicht hoch. Guck ich. Nee. Erstmal mal Segel hoch. Okay. Uiuiuiui. Er ist schon. Er schwimmt schon rüber. Vorsicht, da ist das scheiß Fass. Nein, wir fahren genau drauf zu. Ah, okay, wir fahren dran vorbei. Siehst du das? Das ist rechts von uns. Oh, ich hab gar keine Pistolenmunition. Ah, geil. Oh nein. Aber ich hasse die Pistole. Auch wenn sie aussieht wie ein Papagei. Deine Pistole sieht aus wie ein Papagei? Ja, Problem damit, Captain. Weiß man nicht. Eigentlich sie nicht. Trifft auch wie ein Papagei. Oh, das gibt's doch nicht. Ja. 6 Jahre Cambridge. Boxstuhle. Ja, das dachte ich mir auch. Ich habe auch eine Flamingo-Pistole. Ich weiß nicht, ob ich. Was sagst du dazu? Zu meiner Flamingo-Pistole? Ja, genau die habe ich auch. Das ist Flamingo? Ich dachte, das wäre. Die habe ich mir gar nicht gekauft. Ich auch nicht, die hatte ich auf einmal. Da sind noch mehr Sachen, ne? Ja, wenn wir uns ein bisschen eindrehen können. Bin schon dran. Waren die irgendwohin auf dem Weg? Nö, oder? Wir hatten gerade diesen. Haben wir den? Den haben wir platt gemacht, ne? Platt gemacht, ja. Brauchen wir einen Aschenschlüssel? Aschentruhe. Ich habe noch nie so eine Aschentruhe aufgemacht. Ich habe das immer verkauft. Oh, scheiße, ist dann. Da ist ein Fass drin, oder? Kann nicht sein. Na, ja, das ist. Nee, das ist so eine. Außenposten Golden Sands. Ja, genau, such mal den nächsten Außenposten. Oh, das ist so eine betrunkene Kiste. Oh, Fass. Wo ist eigentlich die Galeone, die sich so für uns absolut nicht interessiert hat? Heck. Sind noch zwei Sachen, glaube ich. Obwohl, er hat die Kiste aufgehoben. Ich guck mal auf den Ausguck, man, ich mal kurz um. Oh Mann, ey. Den Neptunstab. Wobei, weißt du was? Ich glaube, die sind in Kämpfen, sind die gar nicht so schlecht, weil du die nicht nachladen musst. Ja. Oh, jetzt sehe ich nicht mehr. Ah, da ist es. Okay. Okay,
Okay, weißt du, wo wir hin müssen zum Außenposten? Ja, ich hab's aber vergessen. Ich geh nachgucken. Golden Sands ist nordwestlich, also ziemlich westlich. Oder Sanctuary Outpost. Ja, lass uns zu dem Golden Sands erstmal fahren, auf oder? Im Nordosten sind halt Möwen im Wasser und ich sehe da keine. Könnten ein Schiff sein. Ein Schiffswrack. Ja, willst du hin oder? Nö, müssen wir nicht unbedingt. Du lässt zum, ich würde jetzt erstmal verkaufen, oder? Ja, ich habe die Möwen auch gerade wieder auf den Augen verloren. Was sagst du, Nord? Nordwest. Ist der Anker? Ich hab manchmal keinen gesetzt. Ah, nee. Nordwest. Ja. Du weißt, dass du dich genau falsch umdrehst? Ja, ich mache einen größeren Bogen halt, ne? Ich weiß nicht, ob das so klug ist, aber irgendwie. Nee, ist es nicht, weil wir hätten einfach nur uns rechts halten müssen. Jetzt machen wir quasi eine 180 Grad, 360 Grad Wende. Ja. Hab ich nicht nachgedacht. Aber du kannst mal das Segel einstellen. Und du musst aufpassen, da ist noch Twin Groves gleich. Da schippern wir gleich, glaube ich, direkt drauf zu. Also wir drehen uns gerade ein. Es ist gerade. Nordwesten oder Nordosten? Nordwest. Jetzt den Kurs halten. Gerade. Wieder ein bisschen noch. Wieder ein bisschen. So ist der richtige Kurs. Ah, da kommt wieder diese Klippe. Können wir an Steuerbord ganz gut vorbeifahren. Also wir fahren jetzt so ein bisschen auf die Kante zu. Von der Klippe, wenn wir uns rechts halten, fahren wir gut dran vorbei. Leider ist da ein Sturm noch weiter. Muss ich ein bisschen Steuerbord? Oder wir fahren durch das Tor da durch, durch dieses Steinfelsentor. Dann kommen wir besser an dem Sturm vorbei, glaube ich. Nein, zu spät, glaube ich. Wir sind auch mal wieder überhaupt nicht im Wind und diese Wellen sind gegen uns. Ach, ist das schon die Insel hinter dem Sturm? Ich glaube ja. Ja, Nordwest halt immer noch. Ah, warum habe ich immer eine Ladung Wasser im Eimer? Für die bösen Goldpiraten. Jojojojojojo, der Sturm treibt uns jetzt aber ganz schön auf die Klippen zu, ey. Es sah so aus, als ob wir noch dran vorbeikommen. Guckst aber du mal bitte einmal unter Deck? Links, halt ich mal links. Ja, aber guckst du mal bitte einmal unter Deck, ob das hier rechts die, das auf Fireboard die Insel ist? Da hoffe ich irgendwie. Ja, das ist die da hinten. Habe ich dir doch eben schon gesagt. Hier auf Steuerbord? Genau die hier rechts neben uns? Ja, nee, links auf Backboard. Links, Westen. Im Westen, mein Kompass dreht. Wir müssen jetzt genau, ja, uns ein bisschen Backboard. Noch ein bisschen. Ja, jetzt sehe ich das. So. Ist die Frage, wo man es verkauft. Ich würde sagen, einmal um die Insel, halb so um die Insel rum.
rechts, also Steuerbord. Und dann an den. Ich weiß, das sind nur zwei. Das sind irgendwie nur so zwei. Oh Scheiße. Ich hoffe, wir können da was verkaufen. Ist das Golden Sand? Das war doch Golden Sand, ne? Müssen wir da auch was verkaufen können. Golden Sands, ja. Genau, halte ich ein bisschen mehr Steuerbord. Du fährst genau drauf, ne? Ja, müssen wir. Ja, ich hänge ja fest. Warum macht er das immer so früh? Ich soll ich den Anker wieder einholen? Ja, ich bin da. Dein Helm sieht wirklich sehr cool aus. Aber ist das nicht mehr der teuerste, Captain? Man sieht, das muss nicht immer das. Das muss nicht immer das teuerste sein. Bisschen rechts halten, ne? Kommt sehr schnell auf den Weg zu. Vordersegel ist eingeholt. Mein Hintersegel. Okay. Anker? Nein. Wer braucht schon einen Anker, wenn er eine Harpune hat? Okay, liebe Leute, ich beende den Stream hier mal, Leute. Später geht's hier weiter. Für alle, die das sich gerade angeschaut haben, macht's gut. Ciao.